Hey ihr Lieben, heute male ich dieses Bild hier nur mit vier Farben, nämlich der Zornpalette, und ich zeige euch, wie das funktioniert. Die Palette hat den Namen Zornpalette, weil sie von Anders Zorn, dem schwedischen Meistermaler, verwendet wurde. Der lebte von 1860 bis 1920 und war bekannt für seine reduzierte Palette. Basierend auf der Zornpalette habe ich mich für die Farben Gelbocker, Cadmiumrot, Payne's Grey und zusätzlich noch Kobaltblau entschieden. Anders Zorn hat ja mit Ölfarben gemalt und hatte deswegen auch Weiß mit in seiner Zornpalette. Also Anders Zorn hatte die Farben Bleiweiß oder Flake White, dann gelber Ocker, so wie ich, Vermilion Red, also einen Rotton, und Elfenbeinschwarz. Ich habe mich hier eben für Payne's Grey entschieden, das einen leichten Blauton hat. Hier vermische ich gerade die Farben, und zwar Rot mit dem Gelbocker ergibt halt ein bisschen Orange. Dann haben wir oben dieses Payne's Grey mit dem Rot ergibt einen leichten, lila Braunton. Und das Kobaltblau mit dem Gelbocker ergibt einen leichten Grünton, genauso wie das blaustichige Payne's Grey mit dem Gelbocker. Und wir starten gleich rein, und hier wird auch der Grund klar, warum ich noch Kobaltblau zusätzlich mitgenommen habe, weil sonst wäre es mir eigentlich unmöglich gewesen, einen so blauen Himmel zu malen. Und das Bild wäre dann einfach nicht besonders freundlich gewesen. Anders Zorn hat ja damals auch viele Porträts und so gemalt, und da war die Viererpalette eher geeignet. Manchmal braucht man halt bei Landschaften doch auch ein klares, strahlendes Blau und nicht nur ein verdünntes Schwarz, das dann irgendwie bläulich wirkt. Ich habe jetzt also hier schon einen groben ersten Farbauftrag gemacht, also das Blau und das Gelbocker, und aus dem Kobaltblau mit Gelbocker ein leichtes Grün. Das habe ich dann trocknen lassen. Und dann kommen auch schon die dunklen Töne, auch hauptsächlich eben aus Payne's Grey. Was anderes steht mir ja quasi auch nicht zur Verfügung. Es ist ein bisschen Gelbocker drin, macht das Ganze leicht grünlich. Man kann auch ein bisschen Rot rein, dann ist es leicht bräunlich. Hier male ich jetzt den Masten und den maskiere ich leicht mit den beiden Tape-Streifen, sodass ich nicht so daneben male. Dann kann ich da auch einen lockeren Drybrush-Strich machen und bin hier nicht komplett fernab der Mastgrenzen.
Ja, die Tonwerte sind ziemlich alle an der richtigen Stelle. Jetzt kommen wirklich noch die Details. Und dann ist das Bildchen auch schon fertig und man sieht, dass man tatsächlich mit vier Farben fast so, dass es nicht auffällt, ein komplettes Aquarell malen kann. Und probiert es gerne mal aus. Also ja, mit drei Farben ist es schwierig. Ein Blauton finde ich ist nicht schlecht, vor allem in Landschaften. Aber schaut mal, wie ihr auch damit klarkommt mit so vier Farben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.